5G für mehr als 40 Millionen Menschen noch in diesem Jahr hier in Deutschland? Ja, so sieht's aus. Die Telekom setzt neue Technologien ein, um 5G schneller auszubauen. Auf dem Land und in der Stadt, um möglichst vielen Menschen schnell den Zugang zum neuen Mobilfunkstandard zu ermöglichen. Und so packt die Telekom ihre große 5G-Offensive an. Die Telekom setzt den 2019 begonnenen Ausbau von 5G in den Städten fort. Bis Ende des Jahres soll 5G in 20 Städten verfügbar sein. Gleichzeitig werden bestehende Antennen fit gemacht für neue Technologien. Sie können dann mit 4G, also LTE und 5G senden. Das gilt auch für ländliche Gebiete abseits der großen Städte. Mehr als 40.000 Antennen sollen so bis Jahresende umgerüstet werden. In den Städten nutzt die Telekom für 5G eine relativ hohe Frequenz, nämlich 3,6 GHz. Das bringt den Nutzern hohe Geschwindigkeiten, extrem kurze Reaktionszeiten und die Übertragung großer Datenmengen. Allerdings sind bei höheren Frequenzen die Reichweiten geringer. Das Signal reicht hier nur einige hundert Meter weit. Darum wird für den Flächenausbau nun zusätzlich eine niedrigere Frequenz mit höheren Reichweiten genutzt. Auf der 2,1 GHz Frequenz funkt aktuell der 3G-Standard, also UMTS. Nun wird ein Teil davon auch für 4G und 5G eingesetzt. Letzter wichtiger Baustein ist der Einsatz einer völlig neuen Technologie. Dynamic Spectrum Sharing, kurz DSS. Das bedeutet, 4G und 5G funken parallel auf einer Frequenz. Das Netz erkennt, wie viele Nutzer gerade 4G und 5G nutzen und wechselt dann intelligent und dynamisch zwischen den Standards. Mit diesem Ausbau will die Telekom zum einen bis Ende 2020 bereits 40 Millionen Menschen in Deutschland mit 5G versorgen. Und zum anderen wird auch die Versorgung mit 4G, also LTE, durch zusätzliches Frequenzspektrum noch einmal deutlich verbessert. Ihr seht, keine kleine Aufgabe, was Innovationen im Netz alles beschleunigen, auch den Ausbau von 5G. Ansonsten passt gut auf euch auf, Kanal abonnieren nicht vergessen, dann sehen wir uns spätestens nächsten Donnerstag wieder zu einer neuen Folge Netzgeschichten. Bis dann!